willkommen zur neuen Ausgabe von Backen mit Traudl, die Weihnachtsbäckerei. Und schaut mal, heute schneit sogar. Und da kriegt man ja richtig Lust auf eine Weihnachtsbäckerei. Ja, ich habe vor 3 Jahren eine neue Kitchen Aid gekriegt. Und damals habe ich ein Spritzgebäck ausprobiert. Und dieses Rezept habe ich ins Internet reingestellt und das hat fast 100.000 schon gehabt, die es angeschaut haben. Und viele haben mir auch dazu was geschrieben, hat mir gute Ratschläge gegeben, unter anderem der Theodor, dass ich die Stränge direkt aufs Backpapier und mit dem Messer schneiden soll. Oder die Gerda zusammenschneiden und nach der Reihe reingeben. Und der Bernhard hat gesagt, 160 Grad, Umluft, 10 Minuten, das reicht. Und diese Ratschläge, die tue ich heute in mein neues Spritzgebäck mit einmachen. Und da wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Für das Spritzgebäck brauche ich 250 Gramm Butter, 250 Gramm Zucker, ein Ei, ein Päckchen Vanillezucker, 375 Gramm Mehl, 250 Gramm geschälte Mandeln. Aus diesen Zutaten machen wir einen Rührteig. Gibt zuerst einmal die Butter in die Schüssel und schlagt die ein bisschen schaumig. Dann gebe ich meinen Zucker dazu, den ich mit Vanillezucker vermischt habe. Jetzt kommt das Ei dazu. Jetzt gebe ich das Mehl rein und die Mandeln. Und damit das ein bisschen schöner verknetet wird, habe ich jetzt den Quirl da gewechselt und habe den Knethaken rein da mit dieser Lippe dran. Und schon nimmt er den ganzen Teig schön mit. Der Teig ist jetzt schön geschmeidig. Da machen wir also Kugeln, da in einer Klarsichtfolie und dann wird der kühl gestellt. Eine Stunde lang, darf ich einmal sagen. Wisst ihr was, ich bin eigentlich froh, dass da keiner reingeschrieben hat in die Kommentare, die Traudl redet zu stark bayerisch. Ich tat mir nämlich wahnsinnig schwer mit dem Hochdeutsch jetzt da. Ich fange jetzt damit an, dass ich als erstes den Fleischwolf herrichte. Es kommt zuerst die Spindel drauf, dann das Messer, dann die Lochscheibe. Diese Führung. So, und schon wären wir soweit. Spritzen tue ich mit diesem Stern. Den Teig habe ich über eine Stunde im Kühlschrank gehabt. Der ist also jetzt schon ziemlich fest und praktisch, weil man sehr gut da oben reinschieben kann. Damit es dann auch weitergeht, habe ich da dieses Ding zum Nachdrücken. Ich nehme jetzt so einen Strang und den lege ich jetzt, wie der Theodor vorgeschlagen hat, auf mein Backblech. Und dann nehme ich mein Messerchen und schneide so Stückchen runter. Und aus diesem Stückchen forme ich kleine Hufeisen. Das mit den auf dem Blech schneiden hat eigentlich ganz gut funktioniert. Das geht ja rucki zucki. Jetzt kommt das Spritzgebäck bei 160 Grad Umluft mal 10 Minuten im Ofen. Schauen wir mal, ob es reicht oder ob ich Zweifel brauche. Und das geht da ganz schön dahin. Jetzt muss man wieder ein wenig nachdrucken. Und dann, wenn ich drucke, dann muss man schnell sein. Und das Schöne daran ist, wenn da so ein kleines Teil bloß noch hinten nachkommt, das kann ich oben wieder reinschmeißen. Da ist nichts verloren. Die waren jetzt 10 Minuten drinnen und mein lieber Bernhard, du hast wirklich recht, die brauchten ja kein Minütchen mehr länger. Danke für den Tipp. Zum Abschluss kriegt das Spritzgebäck hinten und vorn
Nur ein kleines Tipferl drauf, ein schwarzes, mit der Schokolade. Man könnt's jetzt auch reintauchen, aber wenn es reintaucht, dann kriegt's unten immer so Schokoladenfüßchen. Das will ich halt nicht. Und schaut mal, was für schöne Farbe das hat. Das ist schön braun. Ich finde das so gut. Ich mag das nicht, wenn das so weiß ist, denn ein Butterkeks hat ja auch so eine angenehme braune Farbe. Und ist dann ganz crunchig. Die kommen jetzt auf den Balkon aus, damit die Schokolade fest wird. Schneiden tut's übrigens nimmer, sonst da das ja nicht raus. Und so schaut unser Spritzgebäck aus, wenn's fertig ist. Vielen Dank für eure guten Ratschläge. Ich freue mich über jeden von euren netten und auch über eure kritischen Kommentare. Sie zeigen mir doch euer Interesse an meine Filme und an mein Hobby, dem Kochen. Pfiat euch, bis zum nächsten Mal.